Tokio. Was für eine Stadt. Erst gerade bin ich zum Flugzeug ausgestiegen und jetzt das. Menschen, Menschen, Menschen. Ich bin der Patrick Rohr. Bis vor ein paar Jahren bin ich Fernsehmoderator. Heute bin ich als Fotojournalist auf der ganzen Welt unterwegs. Hier in Japan will ich ein Buch mit Bildern und Text über das Land machen. Ich will wissen, wie die Menschen hier leben, wie sie denken. Merci fürs Warten. Ich bin froh, reist Dennis Ginzig mit mir. Der Dennis ist halb Japaner. Der Vater ist Schweizer, die Mutter kommt von Japan. Aufgewachsen ist der Dennis in der Schweiz. Er redet aber auch Japanisch und hat eine Zeit lang in Japan gelebt. Darum ist er für mich nicht nur Sprach, sondern auch Kulturübersetzer. In Japan sieht man nicht einfach so dahinter. Bis man nur schon all die Verhaltensregeln begreift. Beim Essen schlürfen finden wir ja zum Beispiel unanständig. In Japan ist es normal. Nur so entfaltet sich der volle Geschmack vom Essen im Müll, erklärt mir der Dennis. Ich kann mir vorstellen, dass die Reise recht spannend wird. Ich freue mich auf das Abenteuer. Man sagt ja, Japan sei eine Insel. Das stimmt nicht ganz. Japan besteht aus über 6'800 Inseln. Sie liegen im Pazifischen Ozean. Die nächsten Nachbarn sind Russland, China, Nordkorea, Südkorea und Taiwan. Meine Reise startet in Tokio, in der Hauptstadt von Japan. 10 Millionen Menschen leben hier. 42 Millionen sind im Grossraum Tokio. Der Dennis hat mir empfohlen, Fernsehen zu schauen. Das japanische Fernsehen sei recht lustig. Sehr lustig sogar. Und zu meiner Überraschung auch sehr schweizerisch. Schau mal diese Muskeln! Katschi, katschi sind sie! Katschi, katschi sind sie! Tatsächlich, die junge Frau im Heidi-Kostüm ist auch halb Schweizerin, halb Japanerin. Ihr Name ist Christine Haruka Sato. Ja, so viel. Als Haruka Christine ist sie in Japan ein grosser Star. Sie ist eine sogenannte TV-Personality. Jemand, der in den verschiedensten Rollen im Fernsehen auftritt. Als Moderatorin von Spielshows, als Talkgast, als Kultur- und Politkommentatorin. Auf Wiedersehen! Sayonara! Sie ist eine spannende Person, Haruka Christine. Mit 16 ist sie von Zürich, wo sie aufgewachsen ist, auf Japan gegangen, ins Heimatland von ihrem Vater. Allein, ohne Eltern. Ich hatte das grosse Glück, sie kennenzulernen. Das ist nicht selbstverständlich bei ihrem Terminkalender. Wir sind aber auch nicht schüchtern. Ich habe die Kamera vor der Nase. Passiert das manchmal in Japan? Wir treffen uns in einem Park in Tokio. Ein ruhiges Gespräch mit ihr zu führen, ist fast nicht möglich. Die Leute im Park sind völlig aus dem Häuschen. Haruka sagt, dass sie, weil heute die ersten Kirschblüten blühen. Warum ist das etwas Besonderes, das Ausbrechen von einer Kirschblüte in Japan? Man sieht Kirschblüten selber nur etwa für eine Woche. Ja. Und das bedeutet Frühling in Japan. Und das ist genau die Saison, wo das Schuljahr aufhört und wieder anfängt. Und dann hockt man einfach mit der Decke auf die Wiese und feiert. Und trinkt bis in die Nacht innen und isst und hat einfach ein lustiges Bett. Ist Pizza zum Beispiel. Was hast du jetzt Lustiges gesagt? Ja, sie blühen noch nicht so sehr. Und dann was haben sie gesagt? Ja, ich sehe sehr viel Blüten. Also, sie ja. Sehen wahrscheinlich mehr. Durch den Alkohol. Du hast gesagt, doppelt so viel dran sind. Ich bin baff. Ich habe immer gemeint, die Japaner seien ein eher ruhiges, kontrolliertes Volk. Auch ein bisschen zurückhaltend. Und jetzt erlebe ich, wie sie gerne festen. Kampai! Und sogar am helllichten Tag gerne mal eins über den Durst streichen. Und wirklich zurückhaltend sind sie auch nicht. Wo ist der Bahnhof? Da hinten? Ja. Klar, wir sind näher dort hin. Ja, hinterher. Ah, schau. Aber gar nicht schüch. Das mit dem Fotografieren und fotografiert werden scheint sowieso nicht so ein Thema zu sein in Japan. Dann gehen wir mal in den
Nudelshop. Nudelshop. Ramen-Shop. Ramen. 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 Okay, gern. Ich habe echt Hunger. Das ist typisch japanisch. So, jetzt haben wir den Automat. Da müssen wir bestellen. Was also, wir gerne jetzt bestellen gehen? Ja. Okay. Dann können wir ein Ticket raus. Okay. 1000. 2000. Also man zahlt quasi vor. Genau. Und nachher wählt man, was man will. Genau. Okay. Da ist Ramen mit Nudelrefill. Jawohl. Das ist Nussrahmen. Jawohl. Wenn man drauf noch. Also es hat alles drauf, aber wenn man noch mehr will, kann man da drücken. Ich glaube, mir lange das da. Okay? Ja, einmal drücken. Ja, genau. Sehr gerne. Gut. So. Bravo. So, das war's. Jetzt haben wir schon zahlt und alles. Einmal Dessert für mich, einmal Ramen und einmal Ei. Siehst du, aber jetzt wäre er schon draufgeschmissen. Steht alles wie japanisch. Gut. Und jetzt? Ah. Hi, Aitadaimasu. Das sind die offenen Plätze. Da können wir hier sitzen? Ja, genau. Okay. Speziell am Ichiran ist, dass man kann sehr gut allein kommen. Ja. Man sieht nicht, wie die anderen essen. Ist sehr gut. Und das hier? Das ist... Wata. Wataru. So geil. Ah, sehr. Das finde ich so genial an Japan. Man denkt immer an alles. Das ist Ichiran. Also, du hast natürlich die Nudeln bestellt, aber du hast noch nichts bestellt, wie du die Nudeln haben willst. Ah, das kann ich jetzt ausfüllen. Ja, genau. Dann da drücken. Es ist aber speziell, dass man sieht die Leute nicht und sie sehen uns nicht. Also, das finde ich sehr eigenartig. Für scheuche Japaner, ja, können auch allein da kommen. Und schon bringt ein gesichtsloser Kellner die Suppe. Arigato gozaimasu. Wie sagt man? Itadakimasu. 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 Gut. Kellner, die man nicht sieht, Gäste, die sich abschottend, schon ziemlich speziell. Geht man sich echt in Japan überhaupt aus dem Weg? Ich habe nämlich auch schon gehört, dass man hier keine Meinung dürfen haben. Stimmt das? Vielleicht haben ihre Meinung, aber sie sagen es trotzdem nicht, weil sie vielleicht Angst haben, dass wenn jemand anders eine andere Meinung hat, sie dann nicht mehr gut zusammen auskommen zum Beispiel. Okay. Dass der ganze Mensch irgendwie abgelehnt wird. Abgelehnt wird, genau. Ja. Nicht nur Meinung. Also die Stimmung ist sehr wichtig. Also wirklich wahrnehmen, was passiert rund um dich. Stimmung lesen, ja. Ein lehrreiches Essen mit der Haruka Christine. Wir gehen noch ein Haus weiter. Und jetzt? Also, zum Schluss bringe ich dich noch zu einem Ort, zu einem typisch japanischen Ort. Was, das Blaue da? Das Blaue, ja. Okay. Und das heisst? Karaoke. Oh! Danke viel, viel mal. Danke viel, viel mal. Am Abend will mir Dennis Tokio der Nachtleben zeigen. Bevor er in Zürich seinen Job als Digital Designer bei einem Laufschuhproduzenten angefangen hat, hat er in Japan studiert und eine Zeit lang in Tokio gearbeitet. Er weiss, wie man sich in der Stadt bewegt. Ist das eigentlich safe da? Also ich habe mein Portemonnaie da in der Tasche. Ja, ich habe es hinten. Das hinten? Wenn wir in Japan sind, geht das, finde ich. Weil sie sind sehr streng in Japan mit der Polizei. Also es ist sehr drakonisch. Ja. Du verlierst dann dein Gesicht. Also wenn du das mal machst und alle wissen das, dann ist deine Familie erledigt. Frucht, weil die Japaner so ein grosses Zusammengehörigkeitsgefühl haben, gibt es Sachen, die man einfach nicht macht. Zum Beispiel stellen. Die Angst vor dem Gesichtsverlust hat also durchaus ihre Vorteile. Kabukicho heisst es so. Kabukicho? Kabukicho. Kabukicho. Das ist so, das Rotlichtviertel von Tokio. Ja.
Also wo Tokioter auch ausgehen oder nur so, wenn man auf der Suche ist nach dem Rotlicht. Nein, es hat auch gute Bars und so. Du kannst da gut gehen, trinken gehen, ja. In den Ausgang, ja. Das ist das Legendäre. Am Rand von Kabukicho liegt Golden Gate, das alte Prostituiertenviertel. Prostitution ist seit Ende der 1950er Jahre verboten. Da, wo früher Bordelle waren, sind heute Bars. Ein paar hundert. Sie sind richtig verschachtelt und meistens nicht grösser als ein Stube. Komm, okay. Okay. Großartig, hier gefällt es mir. Es ist klein. Schau, all die Drinks. Stammgäste haben ihre eigene Flasche. Jeder Gast hat seine eigene Flasche. Ist angeschrieben mit dem Namen vom Gast. So, if I would be wenn ich hier Gast wäre, dann hätte ich meine eigene Flasche und würde jede Nacht hierher kommen. Nicht jede Nacht, vielleicht einmal pro Woche oder zweimal. Okay, Kampai. Kampai. My name is Patrick. Patrick. Ich habe heute gelernt, dass ich es so betonen muss. Patrick. 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 Okay. Arbeitest du hier oder gehört dir die Bar? Nein, das ist nicht meine Bar. Ich habe zwei Jobs. Ich verkaufe Secondhand-Kleider und arbeite hier. Ah, okay. Du verkaufst Kleider? Ja. Die Kleider kaufe ich in den USA, bringe sie hierher und verkaufe sie online. Oh. Du reist also viel? Ja, ich besuche meine Verkäufer jedes Jahr. Aha. Das Leben in Tokio muss teuer sein. Ja, sehr teuer. In den USA kostet dieses Shirt $1 bis $2. In Japan 5.000 bis 6.000 Yen. 50 Franken. $50. Du kaufst sie also für $2 und verkaufst sie für 5.000 Yen? Das ist ein Geheimnis. Du bist ein guter Verkäufer. Der Hugo ist mir sympathisch. Ich würde ihn sehr gerne fotografieren. Am liebsten daheim. Dann würde ich nämlich auch noch sehen, wie jemand wie der Hugo lebt. Ich frage ihn, ob er einen echten Heimer darf ich besuchen. Er sagt ja. Der Dennis ist überrascht. Dass man in Japan jemanden zu sich heim einlade, sei doch eher ungewöhnlich, sagt er. Normalerweise findet das Sozialleben außerhalb der eigenen vier Wände statt. Konnichiwa. Guten Tag, wie geht es? Good. Gut, dich wieder zu sehen. Great, thank you very much. Great to see you again. Der Hugo ist 37. Seit ein paar Monaten wohnt er wieder daheim bei seinen Eltern. And this is the store? Und das ist also der Laden. Oh, but that's great. That's great. Großartig. So this is what you, das ist also, was du online verkaufst, was du in einem Webshop verkaufst. This is your store. This is what you are selling online. Yeah. All right. Okay. Und alles ist aus zweiter Hand. Yep. Imported from 90%. Hier. Hier. Das Leben in Tokio ist sehr teuer. Darum hat der Hugo, wie viele Japaner, zwei Jobs. Das ist streng. Aber noch viel strenger war es früher, als er noch als Büroangestellter gearbeitet hat, als sogenannter Salaryman. Manchmal konnte ich nachts nicht nach Hause. Ich arbeitete in der Firma und schlief in der Firma. Wirklich? You slept at the company? Du schliefst im Büro? Where, at your desk? Wo? Am Schreibtisch? Am Schreibtisch. And that, auf dem Schreibtisch, so. Oh, really? Echt? Und am Morgen aufwachen, weiterarbeiten? Ja, oft. How long? Wie lange machtest du das? Vermutlich 8 Jahre. 8 years? 8 Jahre? Ja, etwa 8 Jahre. Jetzt hat er mehr Freizeit und mehr Freiheiten. Aber es gibt Sachen, die als Selbstständige nicht möglich sind. Eine eigene Wohnung zu kaufen zum Beispiel. Ohne festes Einkommen geht das in Japan nicht. Oh, that's a nice pant. Dafür lebt er mit seinem Webshop einen grossen Traum. Wow.
How do you find things? Wie findest du hier etwas? You know, weißt du, was wo liegt? Where? Ja. So where's the Patagonian? Wo ist das Patagonien-Shirt? Ich erinnere mich. Du hast also ein System, ohne ein System zu haben. Ein System? Nein. Kann ich dir helfen? Ja. Ich kann einpacken. Jetzt das Shirt. Ich muss die Adresse schreiben. Oh, kann ich probieren, die Adresse zu schreiben? Du? Ja, auf Japanisch? Ich kann es versuchen. Sind das chinesische oder japanische Zeichen? Oder ist das ein Mix? Das sind Kanji, japanische Zeichen, aber ursprünglich aus China. From China. Chinese. Aha. Yeah. Chinese original. Okay. Yeah. Like this. Cross. Cross? Yeah. Okay. Perfect. Aha. So good. Sehr gut. It's so difficult. Es ist schwierig, echt? Nein, du machst das gut. Ja, yeah, gut. Whoop. Whoop. Ich glaube, der Name reicht. Hier hat es mir zu viele verschiedene Zeichen. Kannst du die Adresse schreiben? Me? Yes. The rest, please. Yeah, yeah. Was wird dein Kunde denken? Sehr gut. Besser als meins. Ach, hör auf. Better than me, yeah. Langsam ist das Verhältnis so gut, dass ich frage, ob ich ein paar Fotos machen könnte. Schau ernst. Meine Vermutung war richtig. Der Jugo daheim ist ein sehr gutes Fotosujet. Das ganze Leben in einem Bild. Und er ist ein feiner Mensch. Ich wünsche dir viel Glück mit deinem Shop und in der Bar. Bye, bye. Bye, bye. Der Jugo macht etwas, was der japanischen Gesellschaft nicht viele Leute machen. Er geht seinen eigenen Weg. Ich bin froh, hinter Dennis und ich schon vorher beschlossen, nach der ersten Woche in Tokio ein paar Tage aufs Land zu fahren. Im Quill vom Bahnhof Shinagawa suchen wir den Weg zum Shinkansen. Das ist der japanische Hochgeschwindigkeitszug, der vom eigenen Schienennetz bis zu 320 Stundenkilometer schnell fährt. Vor dem Einsteigen machen wir es wie die Einheimischen. Wir kaufen auf dem Perro eine Bento-Box. Eine kleine Drucker voll mit lokalen Spezialitäten. Takeaway auf Japanisch. Sehr gesund und für 10 Franken relativ günstig. Du darfst nicht dort laufen, du musst rein. Der Shinkansen ist ein Wunderzug. Auf einen Zentimeter genau da, wo es auf dem Perron gezeichnet ist, ist die Tür zum Einsteigen. Und auf Sekunden genau fährt der Zug wieder ab. Präziser geht es fast nicht. Also im Japanischen tust du immer so im Kreis um essen. Merkst du? Also man würde mit wo? Unter links oder oben rechts? Ja. Ich würde beim Reis anfangen, ich weiß nicht, was korrekt ist. Es ist alles sehr fein, aber mal ein bisschen süßlich, mal ein bisschen salzig, mal ein bisschen säuerlich. Ich liebe es. Und darum musst du eben auch im Kreis essen, ja, um deine Zunge wieder auffrischen. Mal süß, salzig, sauer. Von Tokio sind wir mit dem Zug auf Toyama im Westen gefahren. Jetzt sind wir mit dem Auto unterwegs ins Bergdorf Ainakura. Übermüdet und im Linksverkehr. Kannst du mir aus meiner Jacke linke Seite, ja, das Reisköchel rausgeben? Ich habe gerade einen Hungeranfall. Das finde ich schon cool, die Snacks. Also, weißt, was du, hey, du bist in die Dinger reingefahren. Ja, in was? In was? Die orange Pöbel auf der linken Seite. Nein, das kann nicht sein. Schau, der Spiegel ist verschoben. Hä? Was? Du bist reingefahren. Nein, ist nicht verschoben. Ich habe es gehört. Okay. Hä? Bäm. Bäm hat es gemacht. Und das japanische Navi ist gewöhnungsbedürftig. Also, schau, falls alles nicht verhebt, dort sind Berge. Und in die müssen wir.
Wir übernachten in einem privaten Haus von einer Gastfamilie, einem Minjoko. Im Begriff sind hier die Übernachtung, die Nacht und das Morgen. Bed and Breakfast auf Japanisch sozusagen. Wie in allen traditionellen Häusern in Japan schläft man auf einem Futon auf dem Boden, der mit Tatami-Matte ausgelegt ist. Wow! In meinem Zimmer hat es noch etwas Besonderes. Hinter drei Schranktüren versteckt sich ein sehr aufwendiger buddhistischer Schrein, eine Art Hausaltar, wie es in den meisten japanischen Häusern gibt. Sie sagt, das Zimmer mit dem Altar, mit dem Hausaltar, ist das Schönste, das man den Gästen geben kann. Plötzlich streckt ein Mann Kopf durch die Türe. Konnichiwa. Es ist der Hiroshi, der Mann von der Mayumi Yamazaki. Ich sage ihm, mir gefällt sein Haus und er erklärt mir ein paar Eigenheiten. Du hast, dass der Rauch aufgestiegen ist und das Holz so eigentlich geschwärzt hat, sind alle Würmer und alle anderen Viecher, die das Holz kaputt machen, sind dann weg. Alles aus Holz und keine einzige Nägel. Es ist kalt, zu Ainokara. Eine Heizung gibt es in den japanischen Häusern nicht, nicht einmal in den Bergen. Aber zu kalt haben müssen wir in der Nacht trotzdem nicht. Aus dem Feuer, wo sie den Fisch für die Nacht bratet, nimmt Mayumi Yamazaki ein Stück Kohle und legt es in einen Tonbehälter. Die traditionelle japanische Bettflasche gibt es die ganze Nacht wunderbar warm. Am nächsten Morgen schneit es. Eine gute Gelegenheit, für eine der heissen Quellen zu Japan zu gehen, ein Onsen. Viele Japanerinnen und Japaner gehen für ihre täglichen Wäsche- und Badiritual in ein solches Bad. Das ist jetzt das Vorräumchen. Du kannst dich parat machen. Also abziehen. Genau. Das abziehen. Okay. Das kleine Tuch kannst du mitnehmen. Mhm. Und dann da musst du dich vom Kopf bis Fuß waschen, bevor du reingehst. Du hast ein Tattoo. Ja. Will? Ist in Japan noch schwierig, wenn du ins Bad gehst. Also schwierig auf jeden Fall. Es wird halt assoziiert mit Yakuza, also mit der japanischen Mafia. Und das nur die Bösen? Das ist oft verboten, ja. Aber kannst du es probieren? Ich wage es. Zum Glück hat es an diesem Morgen auch nicht so viele Leute im Onsen. Das Waschen vor dem Bad ist sehr wichtig. Dabei wird nicht nur der Körper, sondern auch der Geist gereinigt. Erst, wenn man ganz sauber ist, geht man ins heiße Bad. Ein schönes Ritual. Und man kann sich herrlich dabei entspannen. Wir sind bereit für die Fortsetzung von unserem Abenteuer. Gestartet habe ich meine Reise vor einer Woche zu Tokio. Die letzten Tage bin ich im kleinen Bergdorf Ainokura im Westen des Landes. Jetzt bin ich unterwegs auf Onagawa im Nordosten. Es gibt einen Grund, warum ich genau in diese Stadt will. 2011 hat der Tsunami Onagawa komplett zerstört. Onagawa war ein lebendes Fischerstädtchen. 10'000 Menschen haben hier gewohnt. Thank you.
Tsunami hat alles geschleckt. Das gleiche Meer, das den Menschen so viel gibt, hat ihnen alles genommen. ...827 Leute sind hier zu Nagawa, um zu leben gekommen. Die Stadt hat sich vom Tsunami noch immer nicht erholt. Sag mal, das noch. Die Reste von den Häusern. Oh ja, wow. Ein Haufen Leute sind weggezogen und nie mehr zurückgekommen. Heute leben zu Nagawa ein Drittel weniger Leute als vor dem Tsunami. Früher war schon Nagawa ein beliebtes Touristenziel. Jetzt gibt es im Zentrum keine Hotels mehr. Meine Reisebegleiter Dennis Ginzig und ich müssen in einer Containersiedlung übernachten. Am nächsten Morgen sehe ich, wie weit der Wiederaufbau schon vorgeschritten ist. Der erste Eindruck, den ich gestern hatte, täuscht. Onagawa entsteht nicht unten am Meer neu, sondern vor allem rund um das alte Zentrum, an den Hängen. Zum Teil hat man in den letzten Jahren ganze Hubble neu aufgeschüttet, damit die Wohnhäuser in Zukunft vor dem Wasser sicher sind. Auch das neue Zentrum liegt höher als vor der Katastrophe. 8 Meter hat man hier aufgeschüttet. Wohnhäuser gibt es ja keine mehr, nur noch Läden und Restaurant. Der Bürgermeister sagt, das neue Zentrum soll ein Begegnungsort werden. Sie haben nach dem Tsunami beschlossen, dass sie Bürgermeister werden von Onagawa. Üblicherweise fängt man in der japanischen Gesellschaft erst mit 60 an, Verantwortung für viele Sachen zu übernehmen. Ich glaube, dass meine Generation die Verantwortung für die ersten Schritte der Wiederauferstehung dieser Stadt übernehmen soll. In Japan gibt es viele Regeln, die einschränken. Wenn wir nach der Zerstörung hier einen neuen Ort freigestalten könnten, sehe ich das als große Chance. Wenn ich das richtig gehört habe, gibt es aber auch neue Perspektiven. Ich habe gehört, es ziehen junge Leute wieder in die Stadt. Was können Sie mir darüber sagen? Einheimische, die geblieben sind, haben neue Geschäftsideen. Und junge Leute kommen nun von außen hierher und starten hier in Onagawa ein neues Business. Wie zum Beispiel der junge Herr mit seinem Gitarrenshop dort drüben. Ich zeige es Ihnen. Der Yoshiaki Suda bringt dich eine Gitarre von Yosuke Kachiya. Er kommt aus Tokio und ist erst vor kurzem auf Onagawa gezogen. Konnichiwa. Konnichiwa. Patrick des. Shashinka des. Der Yosuke Kachiya macht mit seinem Team ganz spezielle Gitarren. Elektro-Gitarren für Rock, aber auch für traditionelle Musik. Und die Teile werden verleimt, nicht vernagelt wie normal. So, what was, for you was war für Sie der Grund, hierher nach Onagawa zu kommen, dieses Geschäft aufzumachen und hier Gitarren zu produzieren? Als ich das erste Mal hierher kam, spürte ich, dass dieser Ort eine starke Energie ausstrahlt. Die Leute versuchten bereits, neue Geschäftsideen umzusetzen. Die Fischfirmen zum Beispiel möchten neu nach Übersee verkaufen. So dachte ich, diese Stadt ist ein wunderbarer Ort, um ein gutes Produkt herzustellen. Dieser Riff ist ein Gitarrenintro der Schweizer Band Gotthard. Gotthard? Es spielt Gotthard. Wow! Was für eine Überraschung. Der Bürgermeister ist ein Rocker. Er ist Gitarrist in einer Heavy Metal Band. So geil.
Ich bin also sehr beeindruckt. Das ist ja richtig ein Rocker. Rockstar ist ein Rockstar. An Gotthard komme ich nicht heran. Und woher kennen Sie Gotthard? なぜゴッタードなんですか。やっぱりスイスでですね、一番有名なメロディアスハードロックバンドということで、ちょうどデビューしたてのあたりの頃も僕たちはちょうど聞いてるんですね、日本のラジオとかで。 Ja. 日本まで来たんですか？あ、ゴッタード何回も来てますよ。本当ですか。はい。じゃあ、这是一个eigentlich top band aus der Schweiz und sie sind auf Japan gekommen und das ist das, was er gehört hat. Als Fan, als Konzert gegangen. Ja, sind ganz bekannt gewesen, Gotthard. Und spielt dieselbe, ja. Ja, ich sehr gerne. Thank you very much. Arigato. Sechs Jahre nach dem Tsunami wohnen immer noch Menschen in Containersiedlungen. Kalt, eng und fast ohne Privatsphäre. Und die neuen Siedlungen im oberen Teil der Stadt sind zwar schön und modern, aber halt auch anonym. Eines der wenigen Gebäude zu Nagawa, die nach dem Tsunami noch gestanden sind, ist das Spital. Es steht 16 Meter über dem Meer. Als man es vor 20 Jahren gebaut hat, haben wir extra geschaut, dass es hoch genug ist, damit es bei einem Tsunami geschützt wäre. Ganz gelenkt hat es allerdings doch nicht. Das Wasser ist 18 Meter hoch gestiegen. Das ganze Parterre hat es überflutet. Die ganzen Daten vom Spital, Patientendossiers, alles ist damals zerstört worden. So hoch ist das Wasser damals gekommen. Das Spital hat man nach dem Tsunami mit Spendengeldern aus der Schweiz wieder aufgebaut. Neu hat man auf den obersten beiden Stecken das Alters- und Pflegeheim untergebracht. Ich darf hier fotografieren. Ich will mir das allerdings mit einem Einsatz als Hilfspfleger abverdienen. Bitte ziehen Sie für Ihren Einsatz die Angestelltenuniform an, die wir hier täglich tragen. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns heute mithelfen könnten. Super, da freue ich mich sehr drauf. Danke vielmals. Sumimasen. Oh, konnichiwa. Vor meinem Einsatz auf der Alterspflegeabteilung kann ich mich beim Chef des Spitals vorstellen, Dr. Mitsuru Saito. Er war während dem Tsunami im Spital. Ich wollte von ihm gerne wissen, ob damals Menschen in Schaden kamen. Ja, es wurden Menschen aus dem Erdgeschoss weggespült. Unsere Angestellten im ersten Stock kamen knapp mit dem Leben davon. Das Wasser drang ein, schwoll an und schwemmte sie an die Decke hoch. Sie hatten nur noch knapp 30 cm Luft über sich. Dann ließ das Wasser glücklicherweise nach. Sofort nach dem Tsunami war es schwierig zu begreifen, dass das, was sich vor unseren Augen abspielte, die Realität war und nicht etwa ein Albtraum. Ich glaube, dass Sie in der oberen Abteilung bereits einige vom Personal kennengelernt haben. Alle Angestellten, die an jenem Tag im Spital gearbeitet hatten, wussten zuerst nicht, was mit ihren Häusern und ihren Familien geschehen war. Trotz dieser bedrückenden Ungewissheit sind sie pflichtbewusst im Spital geblieben und haben sich unermüdlich um die Patienten gekümmert. Weil nach dem Tsunami viele Leute weggezogen sind, hat es nicht mehr so ein grosses Spital gebraucht. Dafür hat es Platz gegeben für ein altes Pflegeheim. Hallo alle miteinander. Wie schon am Morgen angekündigt, haben wir heute Besuch. Konnichiwa. Konnichiwa. Guten Tag, guten Tag. Dann schlage ich vor, dass wir nun unsere Übungen machen. Auch die Füße bewegen. Man hat mehr Platz gebraucht für das Altersheim. In Nagawa gibt es wie in ganz Japan nämlich immer mehr ältere Leute. Soll ich helfen?
Hinterher. So. Auf der einen Seite ist das schön, auf der anderen Seite ist das Problem, weil gleichzeitig die Geburtenrate rapide sinkt. Darum sind heute Renten alles andere als gesichert in Japan. Okay. Dass die Menschen hier immer älter werden, hat verschiedene Gründe. Sie leben und essen sehr gesund und das Gesundheitssystem ist eines der besten auf der ganzen Welt. Bis vor nicht allzu langer Zeit haben die Eltern bis zum Tod bei ihren Kindern gelebt. Das ist heute in Japan immer seltener der Fall. Und weil es immer weniger Junge gibt, gibt es auch immer weniger Pflegepersonal für die alten Menschen. Lösen würde sich das Problem vermutlich nur, wenn es mehr Zuwanderung aus dem Ausland gäbe. Doch da ist Japan sehr streng. Die Hürden sind hoch, auch für das Pflegepersonal. Nicht einmal 2% der Bevölkerung in Japan sind Ausländer. Sumimasen. Dozo. Okay. Die Oberschwester Abe macht sich Sorgen. Wer soll sich in Zukunft um die Alten kümmern? Spüren Sie, dass es immer mehr alte Leute gibt in der Bevölkerung? Ja, tendenziell leben die Jungen nicht mehr bei den Eltern. Alte Menschen werden alleingelassen. Oft wohnt eine alte Person allein in einem Haus. Dazu kommt ein anderer gesellschaftlicher Trend. Immer mehr junge Menschen beschließen, als Single durchs Leben zu gehen. Es gibt immer weniger Junge, die heiraten. Wäre eine Lösung, dass einfach jede Familie wieder mehr Kinder hätte? Ich glaube, dass es mehr braucht als das. Wenn die heute verteilt lebenden Familien wieder wie früher zueinander finden und miteinander leben würden, dann würde wohl eine bessere Gesellschaft entstehen, denke ich. Es ist wichtig, dass die Verbindung wieder gestärkt wird. Zwischen einzelnen Leuten und den Familien und auch lokal im Dorf. Das ist der richtige Weg. Die Herausforderungen für Japan sind gross. Bis in 30 Jahren soll es im Land ein Drittel weniger Menschen geben. Und die meisten von ihnen sind dann im Pensionsalter. Ich habe keine Ahnung, wie sich ein Kollaps von dem Land verhindern lasse. Ich habe im Alterspflegeheim von Agawa viel gelernt und viel gesehen. Das Masaya Abe ist 100 Jahre alt. Sie hat in ihrem Leben viel gesehen. Es sind intensive Tage im Norden. 2 Wochen bin ich jetzt schon in Japan. Der Dennis, mein Reisebegleiter, hat mir in dieser Zeit viele Türen aufgemacht und viele Begegnungen ermöglicht. Und er hat mir viel erzählt über die japanische Kultur. Doch jetzt müssen wir zurück in die Schweiz, zurück ins Büro. Am Bahnhof Tokio nehmen wir Abschied voneinander. Von jetzt an muss ich es allein arbeiten. Mit der Hilfe von lokalen Übersetzerinnen. Bevor ich weiterreise, habe ich mir allerdings am Bahnhof noch einen Job gemischt. Ich darf helfen, einen Shinkansen zu putzen, einen von diesen Hochgeschwindigkeitszügen. Das klingt jetzt ziemlich locker, ist es aber gar nicht, wenn man weiss, was für hohe Ansprüche man in Japan hat. Ein Supervisor von der Reinigungsfirma gibt mir einen Crashkurs. Das Wichtigste, sagt er, ist der Lumpen. Der muss richtig gefaltet sein. Und man muss noch richtig haben, sonst geht gar nichts. Ja. Ja. Aha. Hi. 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 Und dann lehre ich, wie man einen Zug und Passagiere richtig empfängt. Ja, ihr habt richtig gehört. Das Reinigungspersonal begrüßt den Zug und Passagier mit einer Verneigung. Und
dann geht's los. 3 Minuten haben Passagierzeit zum Aussteigen und dann kommt das Kommando zum Putzen. Okay. Wie von Geisterhand dreht sich der Stiel in Fahrtrichtung. Und auch der Rest passiert wie von Geisterhand. Sieben Minuten haben wir Zeit für den ganzen Wagen. Zum Glück sind wir zu zweit. Ist gut. Meine Kollegin ist schon viel freier weiter. Jetzt verstehe ich das System mit dem Lumpen. Macht schon noch Sinn. Arigato, Kasemas. Oh. Wir haben es geschafft. Also vor allem meine Kollegin hat es geschafft. 6 Monate lang ist sie, wie alle ihre Kolleginnen und Kollegen, in die Ausbildung gegangen, bevor sie zum ersten Mal allein einen Wagen hat dürfen putzen. Ich verstehe warum. Der Zug fährt pünktlich ab. Pro Jahr hat den Shinkansen zusammengerechnet nicht mehr als 1 Minute Verspätung. Der Bahnhof von Kyoto sieht ein bisschen aus wie eine Räumstation. Als er vor 20 Jahren aufgegangen ist, hat man in Japan sehr kontrovers diskutiert. Die einen haben gefunden, er sei ein Schandfleck für die historische Stadt. Die anderen waren begeistert vom futuristischen Look. Kyoto ist eine sehr lebendige, moderne Stadt. Kyoto hat aber als einzige grosse Stadt in Japan auch noch einen historischen Kern. Der Grund, dass Kyoto immer noch einen alten Teil hat, ist, dass Kyoto im Zweiten Weltkrieg als einzige grosse Stadt in Japan vor den Bombardements ist verschont geblieben. Es ist Kirschblütenzeit. In Japan die wichtigsten Wochen im Jahr. Wir feiern den Frühling, den Anfang von allem Leben. In dieser Zeit in Kyoto ein Hotel zu finden, ist fast unmöglich, kann ich feststellen. Aber ich habe Glück. Konnichiwa. I would like to check in for one night. Yes. Im Kapselhotel 9 Hours hat es noch frei. Ja, eben, Kapseln. Okay. So. Hier ist der Lift. Für Männer und Frauen getrennt. Okay, red are the ladies. Rot ist für Frauen. Sein Name 9 Hours, 9 Stunden, hat das Hotel, weil man für eine Nacht in der Stadt nicht mehr braucht als 9 Stunden. 1 Stunde für die Toilette, 7 zum Schlafen, 1 zum Aufstehen. Alles ist reduziert auf das Wesentliche. Für das Gepäck hat es wenig Platz. Dafür gibt es ein Pyjama und Finken. Wenn ich jünger wäre, ich würde wahrscheinlich möglichst viel in einem solchen Hotel übernachten. Jetzt bin ich ganz ehrlich gesagt froh, ist es vorläufig mal eine Nacht. So stellen wir das im Weltall vor. Die Nacht ist kurz, aber dafür habe ich gut geschlafen. Ich bin froh, weil schon um 5:30 am Morgen fängt mein Tag an. Mit meiner Übersetzerin Toyo mache ich mich auf den Weg ins Dojo von der Yoko Okamoto, eine von der wenigen Kampfkunsttrainerinnen, die es in Japan gibt. Die Yoko Okamoto ist 62. Sie ist ein Aikido-Sensei, eine Aikido-Lehrerin und trägt den 6. Dan, den 6. schwarzen Gurt. Das heisst also, sie ist sehr erfahren und es ist ja ziemlich schnell klar, wer hier der Meister ist.
Jetzt gab es zuerst einmal Zazen, eine Sitzmeditation. Während des Zazen sitzt du so. Die Augen sind nicht geschlossen. Ja, so ist es gut. Meine erste Lektion in Kampfkunst ist zuerst einmal Kunst, gegen mein Inneres zu kämpfen. ...40 Minuten im Lotussitz. Mich nicht bewegen, gerade ausschauen, in- und ausschnüffeln, Gedanken lassen und wieder gehen. Eine spannende Erfahrung. Richtig zu schnüffeln und zentriert sein ist im Aikido sehr wichtig. Das finde ich ja schön, aber im Moment habe ich vor allem einfach mal den Krampf in den Beinen. Ich muss mir meine Fotos wieder mal abverdienen. Ich finde das gut, weil einerseits baue ich so eine Beziehung auf zu den Menschen und andererseits werde ich so Teil vom ganzen Geschehen. Weil ich noch nie Aikido gemacht habe und darum mit der Lektion wahrscheinlich mehr im Weg würde stehen als etwas anderes, helfe ich heute wenigstens beim Putzen. Ai ist die Harmonie. Yes. Ki ist die Energie. Yes. Spirit, energy. Do ist der Weg. Okay, the path. The path you have to go. So, Aikido ist also der Weg, die Energie zu harmonisieren. Zu harmonisieren mit der Natur und jedem einzelnen Individuum und Ding, das auf der Welt existiert. Individual things which exist in the world. Yes. That's it. Die Schülerinnen und Schüler von Ryoko, die kommen aus der ganzen Welt. Sie bewegen sich wie in einem Ballett. Allen scheint jede Bewegung klar zu sein. Niemand redet das Wort. Du arbeitest ohne Worte. Folgen sie dir einfach? Wie kann ich die Natur und all die schönen Dinge erklären? Sie sind einfach schön. Du musst sie sehen und fühlen, wahrnehmen. Das ist im Grunde dasselbe. Es gibt nichts zu erklären für mich. Ich werfe sie und sie müssen es fühlen. Der Weg des Aikido ist, zu akzeptieren, ohne sich daran zu klammern, ohne Widerstand. Ergibt es Sinn? Not yet. Noch nicht. Wenn du aggressiv bist, und ich werde auch aggressiv, dann knallt es. Wenn du wütend bist, brauche ich aber nicht wütend auf dich zu sein. Ich akzeptiere es und lenke es um. Wir sind zwei Personen. Ich kann dich und mich aber auch aus der Perspektive einer dritten Person beobachten, wie wenn ich uns in einem Film sehen würde. Wenn du also wütend wirst, brauche ich das nicht persönlich zu nehmen. Genau das geschieht auch in der Sitzmeditation. Joko sagt, Aikido müssen wir erleben, fühlen, nicht verstehen. Eigentlich wie eine Fotografie. Das heisst ja nicht von nichts. Ein Bild sage ich mehr als 1000 Worte. Würde Aikido mein Leben verändern? Ich weiß nicht. Was möchtest du denn verändern? Vielleicht würde ich ein bisschen ruhiger, konzentrierter, geduldiger. Genau darum geht es beim Aikido. Great. Langsam verstehe ich, Aikido ist also viel mehr als Sport. Es ist eine Persönlichkeitsschulung. Und man lernt, mit körperlichem Training auf Situationen richtig zu reagieren. Mit Klarheit, Respekt und eigener Stärke. Great.
ohne Aggression. Genauso erlebe ich Gioco, eine faszinierende Frau. You don't have your glasses. But I think they're good. Die letzte Etappe meiner Reise fährt kurz nach dem Morgen um 4 Uhr. Ich bin im buddhistischen Tempel zu Kamioka in der Nähe von Kyoto. Ich lerne den Mönch Kensho Hosomi kennen. Er ist ein Roshi, ein alter Zen-Meister. Er wird einer der wenigen Tempel in Japan, wo auch Ausländer Zen lehren können. Ich mache einen Kreis um den Stein. Du machst den Äußeren in Verbindung dazu. Darum, alle Menschen sind verbunden. Zen öffnet das Herz. Okay. Nichts ist für die Ewigkeit. Ich kann ein neues Muster machen, wenn ich will. Jede Tätigkeit ist in sich perfekt, wenn man die ganze Energie auf den Augenblick lenkt. Das Wichtigste ist das Selbst. Man wendet sich dem Inneren des Selbst zu, dem wahren Selbst. Mit dieser spirituellen gesunden Haltung bringt man den Körper, die Atmung und den Geist in Ordnung. Geist und Körper genesen. Diese drei Punkte zu trainieren, das macht das Leben mit Zen aus. Es ist Zeit fürs Morgen. Nehmt die Stäbchen aus der Hülle und platziert sie rechts. Dann öffnet die Servietten, nehmt die Schüsselchen mit der linken Hand von links her. Der Francesco, ein Schüler vom Roshi Kensho, erklärt die westlichen Besucher die Regeln. Im Zen soll nichts Gedanken ablenken. Darum ist sogar beim Essen alles streng ritualisiert. Jetzt die nächste Schüssel. Bitte esst schnell und still. Bitte nicht den Rettich essen. Leg die Stäbchen nicht hin, egal was passiert. Ess den Rettich. Reinig die Stäbchen. Leg sie zurück in die Hülle. Trink das Wasser. Das ist die Zen-Weise zu speisen. Alles wird genau und bewusst gemacht. Das ist etwas vom Wichtigsten. Okay. Arigato gozaimasu. Nein. Wir wechseln in einen anderen Tempel vom Roshi Kensho. Hier machen wir eine Sitzmeditation.
Langsam schnüffeln wir ihn und wieder uns. Das soll helfen, dass wir uns auf das Hier und Jetzt konzentrieren können. Doch so einfach ist das gar nicht. Ich frage mich, was der Roshi da macht. Und ich befürchte, dass es mich als Nächster treffen könnte. Tatsächlich. Ich überstehe es und bin nach dem langen Sitzen plötzlich recht entspannt. Das sei der Sinn der Schläge, sagt Roshi. Im Sazen sammelt sich die Kraft beim Tanden, dem Zentrum des Körpers. Hier kommt die Kraft her. Dein Zentrum ist schlaff. Dein Tanden sollst du stärken, damit deine Willenskraft und Energie fließen kann. No, Tanden. Aha. Hi, hi. Der alte Mann hat Kraft. Alles von da. So, nein. Zen-Power. Zen-Power ist das spirituelle Bewusstsein, mit allem verbunden zu sein. Ich zeige dir die innere Kraft mit meinem Körper. So ist dieses Ki leichter zu verstehen. Und dann sagt der Roshi, ich soll ihm auf der Bücher sitzen. Wie schwer bist du? Bald 90 wahrscheinlich. 88 Kilo. 88. Auf den? Und dann demonstriert mir der Roshi, was es heisst, wenn man Shis Ki, die ganze Energie, im Zentrum vom Körper hat. Wenn man richtig atmet und geistig wach ist, wird man sich seiner prächtigen Seele bewusst und entwickelt sich. Heute nennt man das auch Mindfulness, Achtsamkeit. Das Wichtigste beim Zen ist, sein Zentrum zu finden. Meine Fotos haben wir wieder mal verdient. Und ich habe jetzt zumindest eine Idee, was Zen bedeutet. Von Kyoto geht meine Reise weiter auf Osaka. Die Stadt ist ein altes Handelszentrum und heute eines der wichtigsten Industriezentren von Japan. Der Hafen von Osaka ist einer der wichtigsten im Land. Osaka gefällt mir ab der ersten Sekunde. Die Stadt ist sehr lebendig, irgendwie weniger hektisch als Tokio. Die Menschen sind entspannt und recht witzig. Am Fluss unten treten wieder mal Idols auf, junge Menschen, die berühmt werden wollen. Wenn ich so beobachte, wie die Frauen auf der einen und die Männer auf der anderen Seite des Flusses stehen, finde ich, dass das recht symbolisch ist für Japan. Ich habe nämlich gelesen, Japanerinnen und Japaner dürfen sich immer weniger binden. Immer mehr lebe ich allein. Sie haben Angst, in Beziehungen zu gehen. Warum das so ist, will ich heute Abend in der Singlesbar Eden herausfinden. Frauen, die auf der Suche nach einem Mann sind, warten in einem separaten Raum. Wenn der Barmanager das Gefühl hat, es gäbe einen Mann, der zu einer der Frauen passt, dann bringt er sie zu ihm. Ich frage den Shingo Hashiguchi, so heisst der Manager, ob er mich zu einer Single-Frau könnte bringen. Natürlich ohne Paarungsabsicht. Ich würde sie einfach gerne fotografieren und mit ihr reden. Konnichiwa, konnichiwa. Sumimasen. Can I sit down? Ich darf zur Yuki. Sie ist 31 und seit ein bisschen mehr als einem Jahr Single. Ist es schwierig, hier einen Mann zu finden? Es ist schwierig, den ersten Eindruck richtig einzuschätzen.
Okay. Are you dreaming of a family? Träumen Sie von einer Familie? Ja, natürlich. Yes. With a lot of children. Mit vielen Kindern? Zwei wären perfekt. Are you nervous? Sind Sie nervös an einem solchen Abend? Ja, ich bin aufgeregt. Der Shingo kommt zurück. Vor zwei Frauen am Nebentisch hat er zwei Männer gefunden, die passen könnten. 25 Minuten lassen die Frauen und Männer beieinander sitzen. Spätestens dann sollte man wissen, ob man sich wieder treffen will oder nicht. Wenn man es bis dann nicht weiss, wird sowieso nichts, ist die Haltung hier. Der erste Eindruck ist also entscheidend. Ja, considerate. Operetta. Wenn die Zeit um ist, täuscht man entweder die Telefonnummer aus oder man geht zurück zum Manager. Der gibt einem dann ein Feedback zum Treffen, wie eine Art Liebescoach. Ich lasse hier geschehen und setze mich in der Zwischenzeit zu drei Männern im Abteil daneben. You're looking for love. Seid ihr auf der Suche nach Liebe? Ja. For marriage. Jemand zum Heiraten? Ja, heiraten. Yes. Du willst heiraten? Ja. Seid ihr möglicherweise schüchtern? Ja, wir sind Japaner. Yes, Japanese. Yuki sitzt immer nur einzig am Tisch. Wenn der Manager Shingo nicht wirklich das Gefühl hat, es könnte etwas geben, bringt er seine Gäste nicht mit anderen zusammen. Yuki geht auf. Dieses Wochenende wird sie vermutlich wieder allein verbringen. Warum haben Sie heute Abend keinen Mann gefunden für Yuki? Warum wohl? Heutzutage ist es schwieriger, jemanden am Arbeitsplatz kennenzulernen. Wegen der vielen Überstunden hat man kaum Zeit, Leute zu treffen. Und solche Orte wie hier gehören zu den wenigen Gelegenheiten, denke ich. Yuki ist gekommen, weil sie von Freunden gehört hat, die hier früher einmal ihren Partner gefunden haben. Und sie ist auch schon wieder zurück am Platz. Der Mann, den sie getroffen hat, hat zwar eine gute Ausstrahlung, aber irgendwie hat es nicht richtig gepasst. Ihr ist die Konversation sehr wichtig und in dem Gespräch hat es einfach zu viel Pause gegeben. Das erzählt Jim Shingo, Manager, der jetzt in seiner Rolle als Coach bei ihr ist. What did you learn from him? Was haben Sie von Manager Shingo gelernt? Anstatt auf das Äußere zu schauen, sollte ich auf meine Gefühle für diese Person achten. Gefühle sind wichtiger als das Aussehen. Shingo, welchen Rat würden Sie japanischen Männern geben und welchen japanischen Frauen? Männer tauschen zwar die Kontaktinformationen aus, aber sie sind so tollpatschig in der darauffolgenden Kommunikation. Frauen urteilen viel zu schnell. Frauen müssten sich nach diesem Treffen mindestens noch zu einem Dinner verabreden. Und so den Mann noch ein bisschen besser kennenlernen. Bis vor nicht allzu langer Zeit hat es in Japan vor allem arrangierte Hochzeiten gegeben. Liebesheiraten sind eher selten. Heute ist das anders. Aber mit der Freiheit sind dort Ansprüche gestiegen, scheint mir. Und vielleicht auch die Überforderung. Ein grosser Modernisierungsschub hat Japan in den 1970er bis 90er Jahren gemacht. In diesen Jahren ist die Wirtschaft regelrecht explodiert. Aber trotz aller grossen Veränderungen hat Tradition ihren Stellenwert behalten. Tradition und Moderne gehen sogar erstaunlich gut zusammen in Japan. In einem ruhigen Viertel von Osaka treffe ich Yasuo Michi. Er beherrscht ein jahrhundertealtes Handwerk.
Konnichiwa. Michi-san. Michi de gozaimasu. Patrick Rosan. Ja. Shashinka des. Der Yasuo Michi schnitzt Maske für das Nordtheater. Das ist eine 700 Jahre alte Theaterform, die sich bis heute praktisch nicht verändert hat. Alle Rollen werden von Männern gespielt. Was für eine Figur das ist, erkennt man an der Maske. Sie sind das zentrale Element im Nordtheater. Je nachdem, wie der Schauspieler den Kopf hat, verändert sich auch der Gesichtsausdruck von diesen Masken. Kumurasuru bedeutet, der Maske einen traurigen Ausdruck zu verleihen. Und wenn man sie so nach oben richtet, dann bekommt sie einen helleren Ausdruck. Ein Beispiel. Hier habe ich ein Gesicht auf das gefaltete Papier gezeichnet. So etwas Ähnliches macht man auch mit der No-Maske. Ich würde Yasuo Michi gerne fotografieren, am liebsten mit natürlichem Licht, damit man die schöne Stimmung in seinem Atelier auch auf den Bildern gut sieht. Der Mann beeindruckt mich. 15 Jahre lang ist er in die Lehre gegangen, um sein Handwerk zu lernen. 10 Jahre ist es gegangen, bis er zum ersten Mal selber eine Maske hat dürfen schnitzen. Und auch nach 40 Jahren, als er die Arbeit jetzt schon macht, macht er sie immer noch mit grosser Hingabe. Ich habe in den letzten Wochen auf unserer Reise gelernt, dass man in Japan sein wahres Gesicht nicht zeigt. Wie stark denken Sie, Herr Michi, dass jetzt diese No-Kunst eben etwas sehr typisch Japanisches auch ist, sein wahres Gesicht zu verbergen? Ich bin mir nicht sicher, ob man so direkt einen Bezug herstellen kann zwischen No und dieser japanischen Gewohnheit. Aber es gab einen historisch wichtigen No-Spieler, dessen Lehre lautete, man soll etwas nicht aktiv, explizit darstellen, sondern implizit spüren lassen. Zum Beispiel gibt es beim Auftreten auf der Bühne eine Haltung, bei der die Maske einen bestimmten Winkel hat. Wenn man diesen Winkel auch nur ganz sanft verändert, wird etwas ausgedrückt. Die Darstellungsweise ist also sehr eingeschränkt. So gesehen passt No aber doch zu Japan, wo man vieles nicht sieht, sondern man muss spüren, fühlen, damit man versteht. Wunderschön. Würden Sie für mich eine solche Maske vors Gesicht halten, die fertige Maske? 100 Stunden schafft der Yasuo Michi an einer Maske. Das Wichtigste ist, sagt er, dass jede Maske eine perfekte Kopie von ihren Vorgängerinnen ist. Künstlerische Freiheit, eine neue Interpretation, das verträgt es nicht in der No-Kunst. Natürlich würde ich jetzt die Masken noch gerne im Einsatz sehen. Der Yasuo Michi vermittelt mir einen Besuch im Kongo No-Theater. Der Hiroshi Kongo führt das Theater in 26. Generation. Seine Vorfahren haben es vor über 650 Jahren gegründet. Ich kann nicht viel sehen. Die Maske muss ich gut polstern, weil ich sie stundenlang trage. Die Maske ist über 300 Jahre alt. Der Hiroshi Kongo behandelt sie wie einen Schatz. Sein Sohn Tatsunori, der das Theater bald die 27. Generation führt, verwandelt sich jetzt gerade in eine Frau. Es ist nur für eine Probe, aber trotzdem sehr aufwendig. Tradition sagt, in dem Moment, wo der No-Spieler die Maske aufsetzt, fährt der Geist der Figur in ihn rein.
No-Theater ist streng formalisiert. Jede Bewegung ist genau festgelegt, seit Jahrhunderten. Sie verstecken Ihr Gesicht hinter einer Maske, müssen Ihr Gesicht verstecken hinter einer Maske. Fehlt da für einen Schauspieler nicht etwas ganz Wichtiges? Es gibt auch Rollen, bei welchen keine Maske getragen wird. Aber auch dort muss die Mimik des Schauspielers neutral bleiben. Das wird Untermaske genannt. Das eigene Gesicht wird dann gewissermaßen als Maske getragen. Gefühle werden also nie über die Mimik ausgedrückt. Es ist eher etwas, das aus dem tiefen Inneren herauskommt. Sehr spezielle Theaterform, die ich irgendwie nicht ganz verstehe, aber ich bin beeindruckt von dieser Eleganz. Von Osaka fliege ich auf Okinawa, die Hauptinsel von einer ganzen Gruppe von kleineren Inseln, ungefähr 1200 km weiter im Süden. Das Klima zu Okinawa ist tropisch. Ich habe mich bei WOOF angemeldet, den Willing Workers on Organic Farms, übersetzt den freiwilligen Helfer auf Biohöfen. Das heisst, ich gehe arbeiten und darf dafür bei den Bauern wohnen. Hallo. Begrüßung von meiner Gastfamilie ist ja. Stürmisch. Aber unserem Hund scheint niemand hier zu sein. Sumimasen. So geil. Sumimasen. I found the right place. Oh, ich habe den richtigen Ort gefunden. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Manabu. Nice to meet you. Akiko. Akiko. Hi, nice to meet you. Such a beautiful place. Auf den ersten Blick gefällt es mir hier im Dschungel. Akiko erzählt, sie sei vor 13 Jahren von der Hauptinsel auf Okinawa gezogen. Ihr gefällt es hier besser als auf Festland Japan. Menschen sind offener und entspannter. We have one bedroom. Sie haben ein Zimmer für Gäste. Normalerweise haben wir jeweils eine WOOFer-Person. So, dieses Unkraut musst du schneiden. Gibt es gefährliche Tiere hier? Snakes. Schlangen, ja. Deshalb machst du am besten so, bevor du anfängst. Okay. Danke dir. Danke. Los geht's. Mit der kleinen, rostigen Sichel Ochritschneide in der feuchtwarmen, tropischen Hitze. Ich zahle einen hohen Preis für meine Nacht. Meine Gastfamilie ist keine richtige Bauernfamilie. Akiko ist ursprünglich Juristin, arbeitet aber nicht mehr auf dem Beruf. Und der Manabu ist Keramikkünstler. Er hat vor allem wegen gutem Lehm auf Okinawa kommen. Der Boden ist nicht nur wegen dem Lehm sehr gut, er ist auch sehr fruchtbar. Das Unkraut wuchert hier wie verrückt. Die Yamagamis sind, wie viele Menschen zu Okinawa, Selbstversorger. Als Abschluss von meiner Gartenarbeit steche ich noch die Frühlingszwiebeln aus für die Nacht. Akiko und der Manabu haben 4 Kinder. 2 sind noch daheim. Das ist das Okinawa-Küchengerät Shiri Shiri. Wie heißt das? Shiri Shiri. Shiri Shiri. Shiri Shiri. Shiri Shiri.
Ah, sounds like this. Ah, so wie das Geräusch. Ich gebe mir alle Mühe, das Schiri Schiri richtig zu brüchen. Geht's? Still fine, yeah. Ja, bis jetzt noch ohne Blutvergießen. So far? Du kannst aufhören. I can stop now. Can I kann ich den Rest essen? Okay. Ja, ja. Kanpai. 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 Thank you very much for. Welcoming me. You're welcome. Oh, okay. Three minutes two. Ah, and here we have fish. Yeah. Ich liebe das japanische Essen. Es ist leicht und alles ist frisch. Und mit einem guten Sake dazu, einem japanischen Reis, gibt es eine gute Gespräche. Akiko erzählt mir von der schwierigen Geschichte von Okinawa. Sie sagt, Menschen hier fühlen sich als Opfer. Früher war es ein eigenständiges Königreich. Dann wurde es von Japan annektiert. Ja, und die Menschen verloren ihre Identität. Ja, Japan gegen Okinawa. Japan hat Okinawa immer diskriminiert. Und Okinawa war im Zweiten Weltkrieg der einzige Ort, wo an Land gekämpft wurde. Die Amerikaner haben nicht auf der Hauptinsel gekämpft. Sie gingen nicht nach Tokio. Sie haben es nur bombardiert. Die Amerikaner haben dann für ihre Militärbasen den einheimischen Land weggenommen und sind geblieben. Wegen der Geschichte fühlen sich die Menschen auf Okinawa doppelt als Opfer. Betrogen und benutzt, so fühlt sich vor allem die ältere Generation. Wegen dieser Empfindung protestiert die ältere Generation gegen die US-Präsenz, aber es ändert sich nichts. Es hat mit Okrutjetten angefangen und am Schluss ist der Tag noch richtig politisch geworden. Spannend. Das mit dem Protest lassen wir kehren. Ganz in der Nähe sollen Gruppen Demonstranten den Bau von einer US-Basis blockieren. Tina Komini, Übersetzerin, weiss mehr. Heute Morgen ist die Polizei bereits vor Ort. In einer halben Stunde wird sie beginnen, den Platz zu räumen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Auseinandersetzungen mit der Polizei im friedlichen Japan. Eine Demo in einem Land, wo man normalerweise nicht einmal seine Meinung sagt, das ist doch recht außergewöhnlich. Die Sicherheitsleute der Militärbasis sind zurückhaltend. Sie kennen Demonstranten. Ein paar von ihnen machen das seit 20 Jahren, sagt man einer. Und dann kommen zwei Polizisten. Sie wollen wissen, was sie hier machen. Sie stellen sich mit Visitenkarten vor, bedanken sich für die Auskunft und verabschieden sich freundlich. Arigato gozaimasu. Doch dann fährt die Polizei gröber das Geschütz auf. So geht das hier jeden Tag. Die Polizei löst die Demo auf, damit die Lastwagen endlich auf die Baustelle kommen. Jede Minute, die die Amerikaner nicht weiterbauen können, kostet Geld. Und genau das wollen die Demonstranten. Sie wollen die Amerikaner weg haben von ihrer Insel. Weil immer wieder Soldaten Freude belästigen, weil sie die Natur kaputt machen. Aber auch weil die Menschen zu Okinawa Angst haben, sie könnten plötzlich das Ziel von Angriff sein. Nordkorea ist nicht weit entfernt. Die Menschen auf dieser Insel haben schon sehr viel durchgemacht. Davon können vor allem die ganz alten Menschen zu Okinawa berichten. Und von ihnen gibt es hier ein paar. Zu Okinawa gibt es nämlich das Dorf der 100-Jährigen. Es heisst Ogimi. Und da sollen die ältesten Menschen der Welt leben. So, wie wir sehen. Ich habe mit der Hana Miyagi abgemacht. Sie ist 93 und Mutter von 10 Kindern. Sie hat den Zweiten Weltkrieg miterlebt, wo die Amerikaner Okinawa erobert haben. Was halten Sie von den Entwicklungen der letzten Jahrzehnte in Japan und auf Okinawa? In Japan, in Okinawa, the whole development. Hi.
Unter der Kontrolle der japanischen Regierung waren wir immer arm. Seit die Amerikaner hier sind, sind wir reicher. Sie sind also froh, sind die Amerikaner hier? Ja, ich bin dankbar und glücklich, dass sie uns beschützen. So, can you please describe me? Reden wir über Ihren Alltag. Wie sieht er aus? What is your daily program? Jeden Tag züchte ich unter anderem Goya, das typische gesunde Gemüse hier. Ich pflanze Goya an, entferne die Insekten und Schnecken aus meinem Garten. Das ist mein morgendliches Fitnesstraining. Das ist eine Goya. This is a Goya? Goya. Goya. Das Geheimnis ihres hohen Alters. Secrets that you keep that young. Was denkt sie über die jungen Leute? Heutzutage gehen alle gleich ins Spital, wenn sie ein wenig Fieber haben. Meine 10 Kinder waren nie im Spital. Wir hatten kein Geld für sowas. Ich machte ihnen ein Getränk mit Wildkräutern und Zucker. Das senkt das Fieber. Das Fieber geht auch weg, wenn man Bananenblätter aufs Genick legt, wie ein Kissen. So machten wir das. Das Leben in Okinawa ändert sich, wie überall in Japan. Nicht nur wegen dem Einfluss aus dem Westen, aber auch. Traditionen gehen verloren. Alles im Garten ist Gemüse. Das kannst du essen. Mmm, sehr gut. Ich esse das immer. She wants to collect it? Aha, okay. Dass die Leute hier in Ogimi so alt werden, hat verschiedene Gründe. Das gesunde Essen ist einer, aber auch das Klima und die gute soziale Vernetzung im Dorf haben einen grossen Einfluss. Ohayou gozaimasu. Einmal in der Woche treffen sich die ältesten Frauen der Welt im Gemeindezentrum von Ogimi. Hier können sich Tana Miyagi und ihre Kolleginnen auch Gesundheit checken. Dass die Frauen in Ogimi nicht nur alt, sondern auch gesund alt werden, könnte damit zusammenhängen, dass man hier auf der Insel nach dem Grundsatz Harahachibu lebt. Harahachibu heisst, füll deine Bücher nur zu 80%. Mehr ist ungesund, sagt man hier. Sprichst du Japanisch? Verstehst du Japanisch? Als ich jung war, war ich sehr hübsch und meine Haut war wunderschön. So alt bin ich jetzt. Ich bin jetzt 90. Du schwitzt. Komm, ich trockne dich etwas ab mit dem Taschentuch. Oh, you're so nice. Arigato gozaimasu. Du hast schöne Arme. Was arbeitest du? Ich bin Fotograf. Sashinka des. Gut, dass mich die Eiko Miyagi daran erinnert, dass ich noch selten arbeite. Ich hätte es vor lauter Zärtlichkeiten fast vergessen. Was für eine Zeit, Okinawa. Der Abschied fällt mir ganz ehrlich gesagt nicht leicht. Ich gehe trotzdem weiter. Nochmal weiter Richtung Süden, 430 km, und zwar auf die Insel Ishigaki, die ganz in der Nähe von Taiwan liegt. Da besuche ich am nächsten Morgen den Tomohiro. Morning.
Man hat mir gesagt, der Mann hat eine ganz besondere Geschichte. Tomohiro. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you very much for welcoming us. What a wonderful place to live. Der Tomohiro baut Sabani. Das sind traditionelle Boote, die ganz aus Holz gemacht sind. So there are no additional... Und da gibt es keine Metallschrauben oder Nägel? Wenn du Metallnägel verwendest, werden die nach 10, 20 Jahren rostig und es bildet sich ein Loch rundherum. Der Nagel wird lose und fällt raus. Ein Bambusstift hingegen wird eins mit dem Holz des Bootes. Solange das ganze Holz hält, kannst du das Boot benutzen. Wenn ein Stück bricht, kann ich es heraussägen und ein neues Stück einfügen. Der Tomohiro kommt ursprünglich aus Tokio. Da hat er in ganz verschiedenen Berufen gearbeitet. Aber richtig zufrieden war er nie. Irgendwann ist ihm alles zu viel geworden. Und er hat beschlossen, mit seiner Familie auf Ishigaki auszuwandern. In Ishigaki hat der Tomohiro einen alten Bootsbauer kennengelernt. Der war schon 82 und wollte sich langsam zurückziehen. Der Tomohiro war von der traditionellen Handwerkskunst von ihm sofort fasziniert. Und der alte Bootsmacher hat ihm gezeigt, wie er selber Sabani bauen kann. Endlich hat der Tomohiro seine Bestimmung gefunden. An der Sunset Beach, ein paar Minuten hinter dem Haus, liegt dem Tomohiro sein eigenes Sabani vor Anker. More. Okay. Perfect. Normalerweise fährt der Tomohiro mit Touristengruppen aufs Meer. Heute will er mit mir schnorcheln. Hat sich dein Leben verändert, seit du hier lebst? Während ich in Tokio arbeitete, um meine Familie zu ernähren, versteifte sich meine innere Haltung. Ich merkte, ich arbeite, um zu überleben. Ohne Arbeit kein Leben, ohne Geld kein Leben. Hier auf Ishigaki änderte sich meine Mentalität dann langsam. Es funktioniert auch anders und einfacher. Von der Natur rundherum erhält man ja Wasser und man kann Nahrung anbauen, damit man essen und überleben kann. Die Dinge sind da und du kannst anfangen zu leben und hast Zeit für die Familie. Was muss ich wissen, bevor ich ins Wasser springe? Mach Druckausgleich, wenn du abtauchst. Kannst du das? Okay. Beautiful. Ich verstehe, was der Tomohiro meint, wenn er sagt, er habe hier mit seiner Frau Akemi und den beiden Kindern das Paradies gefunden. Der Sohn ist schon grösser, die Tochter, Urara, lebt noch bei den Eltern. Urara ist hier auf Ishigaki geboren. Es gibt kaum Einschränkungen. Wir können unsere Familienzeit selber gestalten. Nachbarn sind wie eine erweiterte Familie. Wir sind glücklich. Ich
Wenn ich das richtig sehe, hast du heute zwar weniger, aber dein Leben ist viel besser als früher. Das stimmt. Ich finde, Glück hängt nicht vom Anhäufen von vielen Dingen ab. Mein neuer Fokus? Wie mache ich mein Leben reicher? Wie kann ich eine tiefere Erfüllung finden mit dem, was ich habe? Das macht mich viel glücklicher. Ich bin vor bald 6 Wochen losgezogen, um mit meiner Fotokamera Japan zu entdecken. Und zwar auf eine Art, wie man es sonst nicht kennt. Mein Ziel war, ein Buch zu machen über das Land und seine Gegensätze. Ich bin so vielen verschiedenen Menschen begegnet, wie ich es nie hätte erwarten können. Sie haben mir einen Einblick gegeben in ihr Leben. Japan wird mir wahrscheinlich trotzdem immer fremd bleiben. Aber ich verstehe es nach dieser Reise doch schon ein bisschen besser. Und eins weiss ich ganz sicher. Ich will wieder zurückkommen. Irgendwo tief in mir drin hat das Land und die Menschen etwas in mir berührt.